Okay, man kann das Karriere-Outfit gestalten. Aber das muss ich gar nicht unbedingt machen. Ich meine, wenn das jetzt sein Karriere-Outfit so ist, dann ist das halt so. Brunardar. Was sind deine Außenklamotten? Das sieht ja sehr nach Außenklamotte aus. Die Schuhe sind schon mal okay. Wenn nicht irgendwas, was so schon mal warm aussieht, das sieht alles nicht warm aus. Habe ich jetzt hier eigentlich Sachen eingestellt? Nee, alles ist eingestellt. Ja, das würde ich sagen. Praktisch. Fesch. Hat dann seine Frau für ihn gekauft. Das zieht er dann einfach an. Ist ihm dann egal. Ja, das sieht auch cool aus. So. Deine anderen Farbe? Nö, braun ist cool. So. Und dann müssen wir bei ihr noch mal gucken. Weil sie ja auch so komische Outdoor-Klamotten anhat. So diesen komischen langen Rock da. So, gehst du erst danach schlafen. Und er muss auch ins Bett. Er ist auch müde. So. Snar, Kuschla. So, dann zeig mal deine Outdoor-Klamotten. Suso. Ja, genau, das meine ich nämlich. So, Outfits. Outdoor-Outfits. Na, ja, das ist bestimmt sehr warm. Dann basteln wir uns selber was. Ja, kann ich ja so einen richtigen Schneeanzug anziehen. Wie wäre es, wenn wir den Türkis machen? Weil Türkis ist ja ihre Farbe. So. So. Und dann nehmen wir vielleicht noch eine Farbe für die Schuhe. So. Und die komischen Handschuhe müssen wir noch bearbeiten. Wenn schon, denn schon. Das ist eine Schneebrille, ja. So eine Art Schneebrille. Ja, die sieht auch nicht schlecht aus. Handschuhe. Mit Herzchen drauf. So. Wieso ist das Herz eigentlich immer noch blau? Naja, gut. Design. Design. Alles Design. So. Ich habe irgendwie ihre Augen. Ihre Brille treffen hier. So. Jetzt gar keinen Unterschied. So. Okay, jetzt bis auf die blauen Herzchen ist jetzt alles türkis. Und es sieht wesentlich eher nach einem Winteroutfit aus, als das Ding, was du vorher anhatte. So. Wunderbar. Und dann speichern wir auch mal. Und dann muss er auf jeden Fall noch ein bisschen Logik trainieren, damit er die Galaxie absuchen kann nach Aliens. Und sie darf auch bald wieder singen gehen.
Hansa ist in letzter Zeit öfters mal zu Hause. Ja, die ist öfters mal zu Hause geblieben, weil sie immer irgendwas hatte. Aber so ist das halt manchmal. Geht auch wieder vorbei. Und dann geht's wieder weiter. Ja, dann versuchen wir das mit der Alien-Entführung mal. Ich bin ja mal gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und ich wollte ja auch mit denen Kinder bekommen. Aber ich glaube, ich werde erstmal den Mann schwängern. Und wenn das geklappt hat, dann werde ich sie schwängern. So, dann kriegen sie immerhin zusammen Kinder. Welches Paar kann das schon von sich behaupten? So, 3 Uhr ist schon wieder hier genau die Zeit. Geil. Du musst mal deine Logikfähigkeit ein bisschen erhöhen. Hat man ihn so ein bisschen hier im Blick. Vielleicht passiert ja noch was. Aufwärmen will er sich. Ja, jetzt kann er Galaxien erforschen. Cool. Aber die Zeit ist halt schon wieder um. Galaxie besuchen. Das heißt also wahrscheinlich kommt jetzt nichts mehr. Oh, wir haben einen Planeten entdeckt. Und wir haben Geld damit verdient. Na, den ersten Planeten, den wir entdecken, der heißt natürlich Gretchen. Das ist ja wohl klar, oder? Unsere große liebe Gretchen. Und wir sind total müde hier. So. Und sie will ihn verliebt umarmen und die Rechnung bezahlen. Genau, er hatte ja noch so. Was? Sie. Er hat Grubenmaschinen und sie kann die dann mal verticken. Und jetzt hat sie irgendwie noch einen Schrotter hier im Inventar. So. Achso, sie wollte hier wegwischen und der Mülleimer stand im Weg. Ach, Gretchen, immer noch im Rumhusten. Dann zieh dir mal deine Winterklamotten an. Wo sind sie? Outdoor. Deine neuen schicken Outdoor-Klamotten und dann geht's raus. Zum Secondhand oder zum Fair- und Ankauf. Ist von selbst gezimmerten Waren. So, okay. Der Laden ist noch geschlossen. Das ist super. Gehen wir trotzdem schon mal dahin. Ich meine, er müsste jetzt gleich aufmachen. Da ist auch jemand. Das heißt, ich glaube, jetzt hat er aufgemacht. Nö, noch nicht. Egal, wir können ja hier rein. Wir nehmen die Skizze mit. Schon mal offen. Schon mal ein bisschen rumgucken hier. Kann ein bisschen Malerei üben, wenn wir schon hier warten darauf, dass der Laden aufmacht. Ist der Laden jetzt offen? Ja, jetzt ist er offen. So, dann können wir jetzt was kaufen. Tubes Pansaki. Beziehungsweise unseren Kram verkaufen. Aber ich weiß, wenn ein pinker Diamant da ist, dann sollte ich auf jeden Fall zugreifen. Was ist denn jetzt los? Ich will kaufen. Stört dich das Tier da oder was? Dieser Hund nervt. Ja, nimm das Tier mal hoch und stopf's draußen hin. Dann nicht. Nimm's hoch. So. Bleibt das jetzt? Warum klappt das nicht? Na gut, dann gehen wir unsere Singogramme erst noch im Schlafen mal vorführen. Das klappt wenigstens. Da haben wir ja schon Übung drin. Ach
Ah, hier innen drin. Das ist ja doof, da können wir ja gar nicht reingucken, oder doch? Doch, das ist die Galerie, da können wir reingucken. Ich kenne ständig Singogramme. Diesen Job gibt es in Amerika wirklich, diese singenden Telegramme. Da war so einer, der hat irgendwie so und so viele verschiedene, verschiedene Kostüme. Und die zieht er dann immer an und überbringt dann da seine Telegramme. So, hier steht eine Dame an der Straßenecke, eine Fee. Die scheint aber keinen guten Charakter zu haben bei der Lache. Okay, sie war begeistert. Wunderbar. Das hört man doch immer gerne. Vor allem, wenn man gleich Level up macht. Und Sänger Level 6 ist und er schläft immer noch. Und da ist auch schon der nächste Auftrag. Geht wieder rucki-zucki hier. Für die ich gerade erst, also bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, dass wir ständig Singogramme überbringen müssen. So. Na, oh, das war schön. So. Er steht irgendwann dann auch mal auf. Dann kann er gleich sich was zu essen holen. So. Oder es gab jetzt besonders viel Geld. Und sie gönnt sich mal ein Mittagessen. Ja, darfst du auch mal gönnen. Wenn man nur zu Hause. Essen ist auch nicht so das Wahre. Ab und zu mal essen gehen schadet nicht. So. Weil sie wahrscheinlich, wenn der, bei der Party, die die eine da steigen lässt. Oh, da hat jemand den Schneemann zerstört. Okay. Aber jemand sehr aggro. Okay, und ein weiteres. Und jetzt haben wir schon wieder nach 18 Uhr, das heißt, der Second-Hand-Laden hat zu, aber vielleicht konnten wir irgendwie auch keine Sachen mehr abgeben oder so. Und deswegen kam ich in das Menü nicht rein. Aber ist irgendwie auch unlogisch, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geklappt hat. So. Jetzt fühlt er sich krank oder was? Ach Gott. Die geben auch immer alles weiter, ne? So. Okay, jetzt geht's immer nach Hause. Da war ja gerade der Level up, oder? Ja, genau, deswegen bekommen wir jetzt auch so viel mehr. 840 die Woche, Sängerin Stufe 6, Singogam, Trinkgeld und Auftritte. So, er möchte Gartenarbeit lernen. Ja, das ist nicht so. Ich glaube nicht, dass das so deins ist. Aber er kann weiter die Galaxie absuchen und da das ein oder andere Sternchen neu entdecken. So wirklich neu ist es ja nicht. Ich bin schon wieder am Einschlafen, deswegen laber ich schon wieder nur halbe Sätze. Ich muss jetzt gleich dann mal Schluss machen. Aber wir haben ja auch schon wieder einiges geschafft. Gucken, ob ich das mit der Alien-Entführung noch hinkriege. Ist jetzt genau die richtige Zeit gerade. Ein Himmelskörper, Mittelweiß, Zwergstern. Der heißt jetzt Albert. So. Lass nicht aufhören. Na gut.
Jetzt ja kurz was essen. So. Und Galaxie absuchen. Ob die Raumschiffe auch schneefest sind? Von den Aliens? Das war ein Hirsch. Wird schon 5 Sterne zu entdecken. Das ist ja cool. Der Schneeflockentag ist da. Ja, okay. So haben wir unsere Logik jetzt noch weiter verbessert. Aber leider gab es keine Entführung. Aber ist auch nicht so schlimm. Passiert irgendwann nochmal. Und ja, ich höre jetzt auf aufzunehmen, weil ich mitten in Sätzen einschlafe und das ist nicht cool. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, die Staffel gefällt euch sehr gut. Ich finde, dass es auf jeden Fall was ganz anderes ist als beim letzten Mal. Wir machen andere Sachen. Ich versuche noch mehr auf die Figuren einzugehen und euch mehr den Charakter zu präsentieren und mehr auf die Wünsche der Figuren einzugehen. Und ja, natürlich versuche ich mein Konzept durchzuziehen, dass wir auf jeden Fall ein Alien-Baby bekommen. Und da sie sich ja auch noch ein Kind wünscht, werden wir noch ein Kind bekommen. Vielleicht passen die ja auch zusammen. Das heißt, vielleicht ist das Alien ein Junge oder ein Mädchen und das Pendant dazu bekommt Gretchen. Schauen wir einfach mal. Dann würde ich die Kinder auch miteinander verkuppeln. Sagen die eine vielleicht, ja, das ist doch Inzucht. Nee, ist keine Inzucht, weil das Alien-Baby hat 100% Alien-DNA. Das heißt, das wird nur ausgetragen von dem Professor Albert Einbock. Das heißt, es kann ruhig mit dem leiblichen Kind von den beiden eine Beziehung anfangen, da ist keine Ähnlichkeit von der DNA her. Ja, und so werden wir dann auf jeden Fall mit der Zeit ein sehr verrücktes Haus haben. Und ihr wisst ja, ich mache die Erfinderkarriere und da kann man später auch einen Simbotter holen und das möchte ich dann natürlich auch noch machen. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm, was ich euch das erzähle, weil ich meine, das wird ja dann noch lustig und oh, Entschuldigung, lustig und passieren und keine Ahnung, wie das genau passiert. Das ist ja immer, der Weg ist das Ziel. Die beiden Schneemänner sehen übrigens auch schon ganz schön übel aus. In 3 Tagen ist auch wieder Frühling. Wir haben es ja nicht sehr lange überlebt hier. Und eine Geschenkparty veranstalten. Das ist das Pendant zu Weihnachten, glaube ich. Habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, dann bis zur nächsten Aufnahmesession. Eure Motor.